Okay, da sind wir wieder. Da bin ich wieder. Mit Let's Play Drakensang. Und jo, wir müssen jetzt zu Morla. Und zu Saphira. Zu beiden, weil wir ihren Kochtopf gefunden haben und so. Und dann können wir uns vielleicht gleich auch schon den Boss stellen. Also der Boss von dem Wald. Aber wir müssen dann natürlich noch weiter. Wie ich sehe, befindet sich Saphira endlich mal etwas außerhalb ihrer Hütte. Saphira. Ein Rattenschwanz und Eulenflaum. Du hast ihn mir wahrlich zurückgebracht. Mein Dank ist dir sicher. Hier, nimm diesen Eulenschädel als Zeichen meines Vertrauens. Ja, sie hat jetzt noch die Nebenquest. Ja, eine feine Gew nochmal mit dir reden. Ich will doch noch vielleicht schauen, ob du nicht handeln kannst oder so. Ja, handeln. Ich sollte besser mal Zwiedestillat kaufen. Gott, wie das viel kostet. Aber vielleicht können wir ja mal noch ein paar Sachen verkaufen. Wäre wirklich zu interessant. Ah, das Bärenfell gibt schön viel, ja, gibt akzeptabel viel Geld. Und ihr hattet da ja noch. Ah, den Bock könnten wir schon lange verkaufen. Und dieses Pferd kam auch. Sie hat ihre gewohnten Dinge. Das Wurmpulver. Okay. Ein paar Zutaten könnte ich mir schon noch leisten. Die hat wirklich kein Rezept für Kulmontee. Ach, wie mich das nervt, hä? Und da hat sie natürlich schon die ganze Reihe von Schwertern, die sie mir jetzt zum Verkauf anbietet. Ich will nicht so viele Dinger machen, aber ein Gifttrank war ja schon ganz lustig und ein Ausdauertrank auch. Oh, ein Zaubertrank. Vielleicht auch. Handel abschließen. Ich habe 64 Dukaten. Das reicht noch lange nicht, um ein gutes Gruppenmitglied zu erhalten, das sich uns zum Verkauf, blöd gesagt, anbieten wird. Hexenbau. Burgbandit Ronquer. Okay, 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 ja. Aber ich werde diese Räuber nicht fertig machen. Die sind nämlich zu stark. Und ich sehe immer noch diese Falle. Die, wo ich nebenbei mal mein Falle entschärfen Talent zeigen könnte. Also wenn man eine Falle gestellt ist, kann man sie wieder entschärfen. Ja, das geschieht halt auch durch das Talent. Und jetzt ist sie entschärft. Und ich habe immer noch 25 Schlingenfallen. Ja, ich habe immer noch den Alves in meiner Tasche. Hoffentlich erstickt der nicht. Das wäre mir nämlich sehr unangenehm. Aber ich muss einfach zu Alvins Lager. Das ist doch gleich da hinten. Okay, Alvins Lager. Ja, sollte eigentlich hier sein. Ja, genau. Wie ich sehe, hat es hier wieder mal Bannstrahler. Die alten Kollegen. Darum weichen wir ihnen besser aus. Also hier gibt es noch manchmal große Gegnermassen. Kein Grund zur Sorge. Würde ich mal sagen. Da ist sie ja. Hallo, Molla. Von ihr kann ich nichts lernen. Oh, Alvis, mein treuer Gefährte. Dank dir. Die Rettung meines vertrauten Tiers schenkt dir auch mein Vertrauen. Nimm diesen Eulenschädel als Beweis. Okay. So, jetzt haben wir das Vertrauen von allen Hexen gewonnen. Und jetzt wird es erst richtig lustig.
Ich will keine Tochter Satuarias mehr sein, wenn... Ach, sei gegrüßt. Ja. Geh jetzt, ja. Jetzt muss ich die Oberhexe. Okay. Vorher erwartet uns noch eine Meute Bandstrahler. Aber ich will heute noch unbedingt diesen Boss besiegen. Und die schwulen Bandstrahler sollen sich mal verpissen. Ich sehe, wird das eng. Nun ja, sie können mir nichts anhaben. Diese Bandstrahler-Spitzel. Ja, der Koch. Diese Quest mache ich auch nicht. Ja, da die mit Saphira. Zuerst mal zum Salmenteich. Und ja, jetzt zum Tanzplatz. Der ist da oben. Gleich, wenn man hinter Saphiras Haus geht. Und da hat es noch Meute vom Bandstrahler. Ja. Und dort reise ich mal hin im nächsten Tag.